FAQ. Was ist der Geist der Isebel? Die Fotos aus diesem Video stammen einerseits vom Fünf-Länder-Blick und andererseits von der Hängebrücke zwischen Heiden, Kanton Appenzell-Ausserrhoden und Grob, Kanton St. Gallen. Aber kommen wir zum Thema FAQ. Was ist eigentlich der Geist der Isebel? Ich möchte zunächst an die Aussage meines letzten Videos der FAQ-Reihe anknüpfen. Ich warne vor sogenannten christlichen Büchern von sogenannten selbsternannten Propheten, die dir in Vertreterweise erklären wollen, was der Geist der Isebel darstellt. Vielmehr rate ich dir, lies doch lieber selber mal die Geschichte von Ahab und Isebel aus den zwei Büchern der Könige. Wenn du vertraut bist mit den zwei Büchern der Könige, dann weißt du auch, wer Isebel war, und dann kommst du selber auch darauf, wer der Geist der Isebel ist. Isebel war eine Verführerin, die Leute zum Abfall in den Götzendienst brachte. Isebel betrieb Baals Götzendienst und bedrohte sogar den großen Propheten Elia, welcher vor ihr floh. Isebel war eine Tochter des Königs Et-Baal von Tyrus. Sie heiratete den israelitischen König Ahab und wurde Mutter der Könige Ahasja und Joram. Isebel wird unter anderem Baals Anbetung und Aschera Anbetung zur Last gelegt. Nachfolgend lese ich aus 1. Könige 16 die Verse 29 bis 34. Im 38. Jahr der Regierung Asas, des Königs von Juda, wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Israel, und er regierte 22 Jahre lang in Samaria über Israel. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen Jehovas, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. War es nicht genug, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte? Denn es geschah, dass er sogar Isebel zur Frau nahm, die Tochter Et-Baals, des Königs der Zidonier, und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Und er errichtete dem Baal einen Altar im Haus Baals, das er in Samaria baute. Ahab machte auch ein Aschera-Standbild, so dass Ahab mehr tat, was Jehova, den Gott Israels, erzürnte, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Zu seiner Zeit baute Hiel von Bethel Jericho wieder auf. Es kostete ihn seinen erstgeborenen Sohn Abiram, als er seinen Grund legte, und seinen jüngsten Sohn Segub, als er seine Tore setzte, nach dem Wort Jehovas, das er durch Josua, den Sohn Nuns, geredet hatte. Des Weiteren wird Isebel Machtmissbrauch, Lüge, Betrug, Urkundenfälschung und Mord zur Last gelegt. Ich lese nun aus 1. Könige 21 die Verse 5 bis 21. Da kam seine Frau Isebel zu ihm hinein und redete mit ihm: Warum bist du so missmutig und isst nichts? Und er sprach zu ihr: Ich habe mit Naboth, dem Jezreeliten, geredet und zu ihm gesagt: Gib mir deinen Weinberg um Geld, oder wenn es dir lieber ist, will ich dir einen anderen dafür geben. Er aber sprach: Ich will dir meinen Weinberg nicht geben. Da sprach seine Frau Isebel zu ihm: Zeige jetzt, dass du König über Israel bist. Steh auf und iss etwas und sei guten Mutes. Ich will dir den Weinberg Nabots des Jezreeliten verschaffen. Und sie schrieb Briefe in Ahabs Namen und versiegelte sie mit seinem Siegel, und sie sandte sie an die Ältesten und die Edlen, die mit Naboth zusammen in seiner Stadt wohnten. Und sie schrieb in den Briefen Folgendes: Ruft ein Fasten aus und setzt Naboth oben an unter dem Volk, und setzt ihm gegenüber zwei Männer, Söhne Belials, die gegen ihn Zeugnis ablegen und sagen sollen: Du hast Gott und dem König geflucht, und führt ihn hinaus und steinigt ihn, damit er stirbt. Und die Männer seiner Stadt, die Ältesten und die Edlen, die in seiner Stadt wohnten, taten, wie Isebel ihnen aufgetragen hatte,
wie in den Briefen geschrieben stand, die sie ihnen zugesandt hatte. Sie ließen ein Fasten ausrufen und setzten Naboth oben an unter dem Volk. Da kamen die beiden Männer, die Söhne Belials, und traten gegen ihn auf und legten Zeugnis ab gegen Naboth vor dem Volk und sprachen: Naboth hat Gott und dem König geflucht. Da führten sie ihn vor die Stadt hinaus und steinigten ihn, so daß er starb. Und sie sandten Botschaft zu Isebel und ließen ihr sagen: Naboth ist gesteinigt worden und ist tot. Und es geschah, als Isebel hörte, dass Naboth gesteinigt worden und tot sei, da sprach Isebel zu Ahab: Steh auf und nimm den Weinberg Naboths des Jezreeliten in Besitz, den er dir nicht um Geld geben wollte. Denn Naboth lebt nicht mehr, er ist tot. Als nun Ahab hörte, dass Naboth tot war, da machte er sich auf, um zum Weinberg Naboths des Jezreeliten hinabzugehen und ihn in Besitz zu nehmen. Isebel hatte zudem einen sehr herrischen und einschüchternden Geist, so daß sogar der Prophet Elia vor ihr floh. Lies doch mal 1. Könige 21, Verse 17 und folgende für dich selbst. Ja, und darüber hinaus lesen wir in 2. Könige 9, Vers 22, dass Isebel allerhand Hurerei und Zauberei betrieb. Da sprach Joram: Spanne an. Und man spannte seinen Streitwagen an, und sie zogen aus, Joram, der König von Israel, und Ahasja, der König von Juda, jeder auf seinem Streitwagen. Und sie fuhren Jehu entgegen, und sie trafen ihn auf dem Acker Naboths des Jezreeliten. Als nun Joram den Jehu sah, sprach er: Jehu, bedeutet das Friede? Er aber sprach: Was Friede? Bei all den Hurereien und Zaubereien deiner Mutter Isebel? Da wandte sich Joram zur Flucht und sprach zu Ahasja: Verrat Ahasja! Auch im Neuen Testament kommt Isebel wieder vor, und zwar in Offenbarung 2, Verse 18 bis 23. Ich werde sie dir nachfolgend lesen. Ja, und in Offenbarung 2, Verse 18 bis 23 ist auch nochmals beschrieben, was der Geist der Isebel ausmacht. Isebel nennt sich Prophetin, sie verführt die Kinder Jehovas, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Ich rate übrigens davon ab, über die Schrift hinauszugehen und Interpretationen hinzuzudichten, die nicht dastehen und die nicht gemeint sind. Und dem Engel der Gemeinde in Thyatira schreibe: Das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie eine Feuerflamme und dessen Füße schimmerndem Erz gleichen. Ich kenne deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst und deinen Glauben und dein standhaftes Ausharren. Und ich weiß, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du es zulässt, dass die Frau Isebel, die sich eine Prophetin nennt, meine Knechte lehrt und verführt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich gab ihr Zeit, Buße zu tun von ihrer Unzucht, und sie hat nicht Buße getan. Siehe, ich werfe sie auf ein Krankenbett, und die, welche mit ihr Ehe brechen, in große Drangsal, wenn sie nicht Buße tun über ihre Werke. Und ihre Kinder will ich mit dem Tod schlagen, und alle Gemeinden werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht, und ich werde jedem Einzelnen von euch geben, nach seinen Werken. Anhand der Heiligen Schrift haben wir ganz deutlich gesehen, dass der Geist der Isebel ein sehr aggressiver Geist ist, der sogar echte, wahre Propheten Gottes bedroht. Nun gehen aber die falschen Propheten her und machen daraus wieder eine satanische Umkehrung. Sie unterstellen nämlich denjenigen einen Isebel-Geist, die ihre Lügen entlarven. Wiederum kann ich dir nur raten, lass dir kein X für ein U vormachen, studiere die Heilige Schrift und geh falschen Propheten aus dem Weg.